Um mit dem Panther von Level 4 auf Level 5 zu kommen, müssen wir 15 Gegner heimlich töten, einen Gegner mit der Phantomtechnik töten, also ich nehme an, während der Benutzung der Phantomtechnik, und zwei Gegner in weniger als 20 Sekunden im Nahkampf töten. Das ist alles gar kein Problem. Es ist jetzt gerade Nacht. Das dürfte auch kein Problem sein. Wir sind hier immer noch... Ist das ein Konvoi? Das ist ein Konvoi. Den lasse ich mal vorüberziehen. Denn ein Konvoi unentdeckt anzugreifen ist schon... Das wäre eine Königsdisziplin. Und ich habe das nicht drauf. Zumindest nicht jetzt. Es ist gerade 3 Uhr in der Nacht. Aufnahmezeitpunkt. Hab 3 Stunden lang gestreamt. Hab dann auch ein Stündchen Päuschen gemacht. Oh nein! Ah! Diese Teile. Ich versteh's nicht. Wenn jemand da reinsteckt und dran rumforscht, schießen die plötzlich auf uns. Nun, das war jetzt nicht ganz so unentdeckt. Haltet die Augen offen, da sind welche in der Nähe. Bin unterwegs! Das wäre doch die ideale Gelegenheit, um mit der Phantomtechnik jemanden zu töten. Ja, da hängt. Oh. So, das war das. Oh, und dann gegen Baum laufen. Wer kennt's nicht? So, ich gehe mal stiften. So, was haben wir hier noch? 2 Gegner in weniger als 2 Sekunden im Nahkampf. Was eine Lusche. Cool. Ich muss es halt auch nicht ewig machen. Ich muss mich nicht ewig im Dunkeln verstecken. Das ist ja das Gute daran. Das Gute daran ist das Gute darin. Ich schau mal, wo wir noch hin können. Transportzentrum. Aber die Straße hoch und dann ein bisschen links. Ich sehe es da hinten schon leuchten. Im Dunkeln sieht man halt leider die Patrouille nicht so gut. Patrouille wäre ganz praktisch, um ja diese Nahkampfkills zu machen. So, dann schauen wir mal, was hier so geht. Sieht halt einfach mit den verschiedenen Sichtmodi fast nichts, ne? Wärmebild ist einfach am nützlichsten von allen. Sieht halt am dümmsten aus, ne? So, bleiben nur noch 5 Gegner, die wir töten müssen. Heimlich. Dann haben wir es. Oh. Da.
sehen halt nicht wirklich richtig. Aber er ist bewaffnet. Jo, noch 4. Oh, guck mal da. Das sind aber alles Zivis. Na gut. Zivis greife ich nicht an. Nicht mehr. Da. Wir sind schon weg. Noch 2. Und die 2 kann ich eigentlich, wenn ich... Hast du das gesehen? Ich auch nicht, weil es verdammt nochmal Nacht ist. Ah, Scharfschütze, den muss ich nehmen. Wollte schon sagen, die 2 kann ich eigentlich dann auch die Nahkampfkills machen. Wäre schön, wenn es wieder hell werden würde, aber ich weiß gar nicht, wie spät es ist. 23:44 Uhr, okay, das heißt, es dauert noch eine ganze Weile, bis es wieder hell wird. Ich wollte dich schon die ganze Zeit fragen, warum so ein riesiger Bau aus dem Kalten Krieg mit Hightech vollgestopft ist. Das war in den 70ern ein Hangar für ein experimentelles Luftschiff. Als Skerris übernahm, hat er da drin die neueste Drohnengeneration getestet. Ein Geheimprojekt. Danach haben sie aber angefangen, Drohnen in einem abgeschiedenen Gebiet auf einer anderen Insel zu testen. Ich muss die beide erwischen. Geht nicht. Na toll, noch einer von hinten. Oh Gott. Das dauert so lang. Hat aber geklappt. Nice. Und damit sind wir auf Stufe 9. Nein, 5. Nice. Oh. Das habe ich schon angefangen mit der nächsten. Nein, nein, nein. So ist das nicht gemeint. Naja, ihr wisst jetzt, wenn ihr den einen Kill gucken wollt, in der nächsten Folge, den findet ihr hier. Bis zur nächsten Folge, meine Freunde. Ich freue mich auf euch. Wir sehen uns.